Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Empyrion. Wir warten, sind hier in freudiger Erwartung, dass unser Raumschiff endlich fertig wird. Das dauert jetzt noch 16 Minuten. Ich schau mal, was es hier an Früchten zu ernten gibt. Ah, hier gibt es auf jeden Fall was. Ne, die wollte ich rüberbringen. Eigentlich war das mal so. Für die nächsten Beete. So, nee, wir haben hier platt gemacht. Wir wollen hier einen Hangar bauen. Tja, sehen wir gleich, wo wir überall nochmal mit dem Bohrer nacharbeiten müssen. Eieiei, schön versemmelt hier. Ach Quatsch, das ist ja der Bohrer. Und wieder einen versemmelt. So, dann hätten wir die Bodenplatte. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt alles geht. Ah, da immer noch nicht. Da auch noch nicht. Boah,
Ort. Also überall nicht. Hallo, ich will eigentlich den hier, ne? Zack, ich mach jetzt das hier. Ich glaube, das geht auch schon. Entschuldigung. Ja, aber wie das jetzt auf einmal klappt, wunderschön. Oh, meine Betonblöcke sind. Ah, doch, vier habe ich noch. In. Oh, es reicht nicht ganz. Kann ich diese Konsole jetzt bauen? Nee, da brauche ich den wahrscheinlich erst für. So, Beton, da müssen wir irgendwo Glas sein, da. So, wie lange dauert das Raumschiff noch? 8 Minuten, dann ist es soweit. Ach so. Hangartür. Sie noch mehr? Hm? Doch da. Geil, der Constructor ist fertig. Da sind die Türen. Da ist die Reparaturkonsole, aber Fluxspulen, Zaskosium-Legierung habe ich nicht.
dann kann ich ja die Plattform hier abnehmen. Ah, ein paar Lichter können wir nochmal gebrauchen. So, lass mal kicken, man kommt hier mit dem Raumschiff. Das ist ein bisschen zu groß. Ich nehme noch mal eine Nummer kleiner. That.
Na, was war das da oben? Das war's mal wieder. Wir brauchen schon wieder neue Steine. Oh, und das Raumschiff ist fertig. Dann bauen wir dieses kleine Stück da noch zu Ende und dann kreieren wir das hier gleich in unserem halben Hangar. Bin mal gespannt, ob da der Wanderer durchpasst. Einen noch. Ansatz. Kommen dann so Fenster rein, würde ich sagen. Verrutscht er jedes Mal hier. Na, oh ja. Du warst zu viel? Die guten Scheiben? Aha. Dann machen wir das so.
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das müssen die doch aushalten. So geht es. Ganz ehrlich, das war jetzt zum Schluss ziemlich nervig. Ich klatsche jetzt hier unten noch die Lichter ran, dann war's das erstmal mit dem Hangar. Bauen wir den mal anders weiter. Die natürlich noch nicht fertig sind. Dann platzieren wir erstmal unser Raumschiff. Der Space Hopper ist fertig, da ist er. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, equippen wir uns. Und in der nächsten Folge heben wir dann auf jeden Fall ab. So, Munition. 1000, 2000, 3000, 4000. Ich muss mal gucken, welche Rakete der braucht. Mm Rakete. Muss ich wohl noch erforschen, so wie es aussieht. Ah, ich habe doch den Raketenwerfer, da müsste normalerweise die Munition gleich mitgemacht werden. Oder muss ich die hier machen? Ach, wie, weil nach Base gefiltert war. Sechs, 60, 120, 180. Muss reichen, sage ich mal so. Gut, dann ist das schon mal in Arbeit.
So, müsst ihr die alle so bauen. So reicht das, glaube ich. Oh, ich verhungere gleich. Könnte schon nicht mehr laufen. Burger rein, was Schönes, Gesundes. Noch ein. So, dann lass mal überlegen. Energiezellen haben wir genug mit. Den tun wir, glaube ich, am Anfang sogar gleich erstmal Fusionszellen. Reicht das erstmal lang hin? Hier haben wir noch ein paar Raketen. So, Pentaxid müssen wir noch veredeln. Geht das auch hier? Na, es wird nur hier gehen, ne? So, die Lampen nur weg. So, wo war das Promethium? Da ist Eisen. Irgendwo war da noch Promethium. Da ist gar nicht so weit von uns weg. Da holen wir uns doch gleich noch mal ein bisschen was von. So, und in der nächsten Folge geht es dann los zum nächsten Planeten. Dann müsste unsere Munition fertig sein, unser Pentaxid, und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Aber erst in der nächsten Folge. Bis denne, ciao.